Als ich aufgewachsen bin in der katholischen Kirche, dachte ich so, ach wie toll, jeder ist gleich und jeder ist ein gleichwertiger Teil dieser Gemeinschaft. Und je älter ich wurde und je mehr ich auch selber ins Denken kam, habe ich gemerkt, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich bin eine Frau, ich bin queer und irgendwie werde ich nicht gleich behandelt und habe nicht die gleichen Chancen wie andere Menschen. Wirklich revolutionär, würde ich sagen. Sowas gab es einfach noch nie in der Geschichte der Kirche. Menschen riskieren ihre Jobs, das Einkommen der Familie und ihre Karriere, gerade mit diesem Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich glaube, das ist ein großer Auftakt für diese Diskussion und für diese politische Diskussion vor allem auch in der Gesellschaft. Weil wir eben viele sind und wir gestalten die Gesellschaft auch mit. Und man kann jetzt nicht mehr weggucken. Sein, dass eine Institution in Deutschland gegen die Menschenrechte verstößt, also dass aufgrund der sexuellen Identität queeren Menschen gekündigt wird. Es muss eine Aufarbeitung stattfinden der Geschichte und des Leids, was viele Einzelpersonen eben eingeholt hat durch die Diskriminierung. Die Segnung von queeren Menschen muss kommen, der Zugang zu Sakramenten und auch eine offene Diskussion über sexuelle Identitäten und über Sexualität. Die Kirche muss, weil sie sich eben auch nach dem Vorbild Jesu versteht, muss sie eben auch für alle offen sein. Bei mir ist es so, dass ich den Glauben durch diese rationale Auseinandersetzung mit der Kirche und mit den Thematiken auf jeden Fall verloren habe. Als kleines Mädchen habe ich mich anders gefühlt. Ich habe mich nicht zugehörig gefühlt und ich will, dass die nächsten Generationen diese Erfahrung nicht machen müssen. Es ist für viele Menschen schmerzhaft, für Transpersonen, für intersexuelle Personen, für queere Personen zu merken, die Norm, die mir suggeriert wird, die passt ja gar nicht auf mein Lebensbild. Und ich finde es wichtig, dass wir eine neue Norm schaffen. So.